Schocktod von Elsie Mockford, Millionärsgattin, 37, leblos in Luxusvilla auf Menorca aufgefunden. Elsie Mockford ist tot. Die Ehefrau des millionenschweren britischen Geschäftsmannes Steve Mockford wurde leblos in ihrer Luxusvilla auf Menorca aufgefunden. Die Millionärsgattin wurde nur 37 Jahre alt. Todesschock im Urlaubsparadies, Elsie Mockford, Ehefrau des millionenschweren Geschäftsmannes Steve Mockford, ist tot. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, starb die Millionärsgattin am 24. August 2021 im Menorca-Urlaub in der Luxusvilla des Paares. Elsie Mockford wurde nur 37 Jahre alt. Was genau zum plötzlichen Tod der jungen Frau führte, ist bislang völlig unklar. Elsie Mockford tot aufgefunden im Menorca-Urlaub. Wie unter anderem die britische The Sun berichtet, wurde Elsie Mockford leblos in ihrem Anwesen aufgefunden. Ein Krankenwagen wurde alarmiert. Doch für Elsie Mockford kam jede Hilfe zu spät. Sämtliche Versuche, die 37-Jährige wiederzubeleben, scheiterten. Sie wurde kurz darauf im Krankenhaus für tot erklärt. Woran genau die Ehefrau des britischen Unternehmers Steve Mockford starb, sollen nun weitere Untersuchungen klären. Sie wurde nur 37 Jahre alt. Millionärsgattin hinterlässt Ehemann Steve Mockford und zwei Söhne. Elsie und Steve Mockford, Chef von United Utilities, dem größten börsennotierten Wasserunternehmen Großbritanniens, waren seit zwei Jahren verheiratet. Neben ihrem Ehemann hinterlässt Elsie zwei Söhne, 15 und 11, aus einer früheren Ehe. Die Familie steht nach dem Tod von Elsie Mockford unter Schock, heißt es. Ich bin in einem Schockzustand. Ich kenne nicht viele Details, außer dass sie auf Menorca im Urlaub war und am Dienstagmorgen starb, zitiert Daily Mail ein Familienmitglied. Ein Familiensprecher bestätigte den plötzlichen Tod von Elsie Mockford. Elsie war eine wundervolle Ehefrau, Mutter, Tochter, Schwester und Freundin und sie wird von denen, die sie kannten und liebten, sehr vermisst werden, heißt es in dem traurigen Statement. Folgen Sie news.de schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheißen News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.